Die maximale Fabel. Der Dachs war ein vielbeschäftigter Waldbewohner. Er baute nicht nur unentwegt an seinem Bau. Nein, ich habe auch viel zu studieren. Ja, der Dachs las viel, hielt sich von den öffentlichen Debatten fern, kannte sich in Geschichte, Soziologie, Kultur und Kunst aus und hatte sogar Heilwissen. Ja, ich kenne mich ein wenig aus, sagte er immer bescheiden, wenn zu ihm Patienten aller Art kamen, die er jedes Mal erfolgreich kurierte. Eines Tages wurde es im Wald laut. Wir sind die Waldbewohner, riefen die Waldbewohner. Und das tun sie immer, wenn ihnen etwas spanisch vorkommt. Der Dachs stieg auf einen Baumstumpf und rief so laut, wie man ihn noch nie hatte rufen hören. Hört auf zu lärmen. Lasst uns lieber besonnen, unsere Kräfte rational und nonchalant einsetzen. Die Waldbewohner wussten nicht, was der Dachs meinte, hielten es aber für wahr und staunten über die Beredsamkeit und Bildung des Dachses. Schließlich riefen sie, Meister Krimbart, der Dachs soll für uns sprechen. Und so kam es, dass der Dachs als Oppositionsführer ständig in der Löwenburg ein- und ausging. Er verstand sich bald ausgezeichnet mit dem Fuchs, Herrn Reinecke, und war auch bei den Koalitionspartnern sehr beliebt. Eines Tages fragte ein Igel den Dachs, als dieser Sprechstunde hatte, Sag mir, Meister Krimbart, wie komme ich denn an meine jährlichen Äpfel, die ich zum Überwintern brauche, wenn der ganze Apfelbaum schon vorher für des Löwen Apfelmus leer gepflückt wurde? Da sagte der Dachs, Mein Freund, es ist sehr klug von dir, dich an mich zu wenden, denn ich kann dir Mut machen, dein Los voller Stolz zu tragen und auf diese heroische Weise dem Staat zu dienen. Dein Opfer, welches größer ist als das vieler anderer Dummschwätzer, wird nicht vergessen werden. Geh nun und mach weiter so. Der Igel ging stolz und froh nach Hause und hatte das Gefühl, bedeutend zu sein. Dieses Gefühl dauerte allerdings nur bis zum nächsten Hunger. Und die Moral? Wenn alle Tiere einen loben, wird man schnell emporgehoben, bis hin zu jenen hohen Kreisen, die anderen die Richtung weisen. Doch das, was gut und richtig war, wird kompromisshaft und unklar. Keiner weiß, worauf man zielt, wenn man über Bande spielt und sich so lang dreht und windet, bis man einen Ausweg findet. Jeder, der den Machtgang schrubbt, wird bestechlich und korrupt. Drum? Leuten, die auf die Kacke hauen, kann man prinzipiell nicht trauen. Ha ha!